Mach ich mich tot. Mädel, wir haben wieder ein Paket. Ein Mädel hat uns alles geschickt. Nee, ist von Björni. Björni aus Otterndorf. Was hat er denn schon alles vor uns? Was Schweres. Hast du? Hey, moin. Oh, ja, tatsächlich. Kleine, aber das ist immer die kleinen Pakete, du weißt nie, was drin ist. Mhm. Vor allem, das ist irgendwas Großes. Für dich ist so an. Ja, mal auf jetzt da. Komm, Malzbier sein. Nee, Malzbier passt nicht. Bist du so ungeduldig? Burgenmesser hat er in der Hand. Ich brauche kein neues Messer, das ist gut. Es geht ass rein. Habt ihr das gesehen? Und nachher mache ich vielleicht mit einer Bratwurst klein. Traut nämlich gerade für den Herd an. Oha, in Zeitungspapier eingepackt. Ganz edel, pass mal auf. Warte. Aus, dieser Hund, ne? Weiß nicht, wenn er den Dinger hat. Das ist nur da drin, das mache ich mich fertig. Coca-Cola, frohe Weihnachten. Jo. Oh, Mensch. Hier, ist da ein Brief bei? Da. Bobby! Ach du Scheiße. Das geht doch nie. Ja, ja, ey. Hey. Ja. Du hast nasse Pfoten, du warst gerade im Garten. Der Hund kann lesen. Ich bin beten, dass du wieder runtergehen kannst. Ich danke dir. Sag mal gucken, was da drin ist. Ja. Steht Bobby drauf? Müssen wir Bobby geben? Nein. Aus! Mann! Scheiße, da sind Leckerlis für den drin. Das passt doch mal auf. Ja, aber da sind Leckerlis drin für den. Das ist doch Erzieherrechte. Aus! Katastrophe. Ach du Scheiße. Versteck die. Nein, nicht zeigen! Oh, ist der lecker bekommen! Ah, das darf doch nicht sein. Dann ist jetzt gerade scheiße. Das nächste Paket, da geht er jetzt recht ab. Der beißt doch uns ans Bein oder sowas. Pass mal auf. Oh. So, Hund. Ja, das weiß Bescheid. So, Hund ist versorgt, weil dann geht das Programm. Gut, gucken wir erstmal hier. Das könnte nämlich Schoki sein. Das ist Schoki. Steht dein Name drauf? Da ist ein TT drauf, das reicht schon. Hier, TT packt auch TT aus. TT packt TT aus. Ich sag Walnuss Schokolade. Ich hab nämlich gerade schon was gefühlt. Pass auf. Ja. Grinsen. Ja. Ganze Nuss. Ganze Nuss. Die Tafel, die du da auf Lager hattest, ne? Die du gekriegt hast, die habe ich übrigens nicht auch vergessen. Und das? An den Bekloppten. Glaub, ja, bist ja nicht du. Du bist ja die Normalste von uns, sagen wir mal. So, nehmen wir jetzt eine Schleife rauf. Aber süß gemacht. Das ist cool, ne? Das ist wirklich süß. Oha, das ist ein Radio. Ich glaube, das ist ein Radio. Pack mal aus da, den Lachs. Ich glaube, das fühlt sich an wie ein... Es hat doch so eine Knallfiege. Ja, mach's auf jetzt. Mann. Alter, die ist geiler auf die Pakete auf alle anderen. Die ist geiler auf die Pakete wie der Hund. So, da ist ein Radio drin. Ich kann wetten, wahrscheinlich Kassette. Ich bin so ein Kassettenradio-Fan, weiß ich. Oder? Ja, sag ich doch. Yo! Das ist doch gut. Mit Kassette. Was da wohl drauf ist. Ich dachte, das musst du nicht mehr erst eingepackt haben. Ich glaube, Björn hat nicht gewusst, was der Kassette drin ist. Und jetzt hält die Front nicht. Doch, jetzt hält die Front. Ja, geil. Die sind nicht schlecht. Das war damals so wie diese CD-Radios, die heute sind, ne? So ein Nachrüstradio gewesen. Packe ich nicht auf den Lager. Ich baue das mal auf, wo ein die Tage. Ich teste mal auf, was da drauf ist. Das mal auf, nachher ist da noch ein Torfhaub oder so mal drauf. Das war geil. Ja, das war's. Ungeduldig. Guck mal der in der Augen. Nein. Weißt du, mit ihrem Pickel? Ha, das ist... Was ist? Tut weh, fass das nicht an. Dein Pickel? Beule. Okay, gut. Ich spiele sie jetzt weiter. Ich würde mal sagen, machen wir heute nicht live. Björni, ich danke dir für alles hier, ne? Saugeil. Ja, Hund, ist gut jetzt. Du hast Leckerli bekommen, reicht. Nein, das ist mein Radio. Hast du ein Auto? Na, hast du nicht. Nimm mal Führerschein. So, schwarze Schaf, ne? Gut, danke dir, hau rein, ne? Das Radio kommt wirklich irgendwo rein. Gut, Mutter!